Caroline Edtstadler hat am Freitag Bilanz über ihr erstes Jahr als Staatssekretärin im Innenministerium gezogen. Dabei betonte sie vor allem die Arbeit der Taskforce Strafrecht. Der Weg geht in Richtung strengere Strafen. Es muss klar sein, dass etwa bei der Vergewaltigung keine gänzlich bedingte Strafe mehr ausgesprochen werden kann. Es ist auch eine Frage einer Gesellschaft, wie gehe ich damit um, wo setze ich Strafrahmen an, und nicht nur eine Frage dann des Rauskommens, sondern ich als Gesellschaft muss auch klar demonstrieren, hier ist eine rote Linie und hier gibt es auch entsprechende Sanktionen, weil es hier keine Toleranz gibt. Aber nicht nur der Bereich der Täter, auch beim Opferschutz stehen Änderungen bevor. Habe ich selbst als Richterin oft erlebt, dass die Täter dann das Gefühl haben, es ist eh nichts passiert, und die Opfer eigentlich im Eck stehen und sehr oft dann auch mit dem Vorwurf konfrontiert werden, na, das hat sich aber nicht ausgezahlt und dafür steht aber das Leben des Täters jetzt am Kopf. Es muss klar sein, dass in unserer Gesellschaft das keinen Platz hat, dass das Opfer im Endeffekt danach stigmatisiert wird, weil es das Leben des Täters sozusagen aus den Fugen gebracht hat. Dritter Schwerpunkt ist die Prävention. Hier will man unter anderem in den Schulen tätig werden. Stichwort Hass im Netz und Digitalisierung. Vielfach ist es so, dass Kinder am Schulweg sicherer sind als im eigenen Kinderzimmer, weil sie einfach nicht gelernt haben, mit diesen Dingen umzugehen und weil vor allem manches Mal auch die Eltern ihnen das gar nicht beibringen können. Wir haben ein Projekt bereits gestartet, das heißt Under 18. Da gehen Präventionsbeamte in Schulen und haben drei verschiedene Bereiche, wo in mehreren Workshops diese Dinge dargestellt werden, um die Kinder auch entsprechend über diese Dinge aufzuklären. Änderungen kommen auch beim Zivildienst. Vor allem die Kriterien für Trägerorganisationen sollen strenger gefasst werden. Ich hatte im Jahr 2017 insgesamt 14.907 Zivildiener, heuer werden es sein 14.500, bei einem Bedarf von gemeldeten Stellen derzeit von fast rund 17.000. Also hier geht einfach die Schere auf und es ist wesentlich, dass wir hier streng auch auswählen, wer darf anfordern und vor allem auch in welcher Anzahl darf angefordert werden, damit die Schere nicht weiter auseinandergeht.